zwei Prinzessinnen-Ballkleider. Mit Glitzer haben wir nicht gespart. Und das werden wir heute den ganzen Tag lang tragen, während wir Bauernhofzeugs machen. Ausmisten, noch mehr mit Mist zu tun haben, schmutzige Pferde, Reiten, Natur. Es fehlt noch was Wichtiges. Nee, oder? Die passenden Schuhe. Mit Absatz. Das ist zum Glück ein breiter Absatz, aber ich habe immer noch Angst, dass ich mir den Knöchel brechen werde. Mal, glaube ich, meine Füße pflegen. Zehennägel schneiden und so. Fangt halt zum Umziehen. Tada! Ich bin auf einmal zu groß für die Kamera, weil ich jetzt hohe Schuhe anhabe. Hallo! Da ist noch eine Prinzessin. Aber wie gut passen die Farben zusammen? So Waldprinzessinnen. Wir sind keine Prinzessinnen, das sind einfach nur Ballkleider. Vielleicht will ich aber eine Prinzessin sein. Dann solltet ihr das vielleicht in die Kommentare schreiben. Dann könnten wir daraus auch noch ein Video machen. 24 Stunden als Disney-Prinzessin. Und Sarina mit den Ariel mit Flosse und so? Nein! Wieso nicht? Fühlt sich so ein bisschen an, als würdest du zu deinem Abschlussball gehen. Und ich bin die stolze große Schwester. Großmutter! 100 Jahre später und du hast die Schuhe noch immer nicht an. Fertig! Oh, kannst du bitte die Treppe runterkommen? Prinzessin, komm dauernd Treppen runter. Ich muss mich mal ein bisschen einlaufen. Hoch auf die Treppe mit dir. In den ersten 3 Minuten des Videos brechen wir schon den Hals. Ja, das ist gefährlich. Oh Gott. Man muss das Kleid hochnehmen. Du kannst jetzt runterkommen. Halt das Kleid fest. Ich halte mich lieber hier. Das sieht so prinzessinnenhaft aus. Und jetzt, mit rechts beginnen wir. Ja, das ist so galant. Das machen Prinzessinnen dauernd. Ich weiß, wie die immer tanzen. Und jetzt so. Vielleicht noch eine Tanzstunde nehmen. Aber das ist heute egal, weil wir müssen jetzt Bauernhofarbeit leisten. Das können wir. Ich würde ja sagen, ab in die Stallschuhe, aber Stallschuhe sind heute verboten. Ab in Stöckelschuhe und los geht's. Ich kann ja schon mal hiermit beginnen. Schnell rausbringen. Er steht hier, als würde er schon auf mich warten. Treppen sind wirklich gefährlich. Okay, Wiese, neuer Untergrund. Erste Aufgabe, erfolgreich gemeistert. Was kommt noch auf mich zu? Ich bin bereit. Das ist ein ganz anderes Feeling. Vielleicht werde ich ab heute immer im Ballkleid hier rumlaufen. Treppe. Und was ist jetzt deine erste Amtshandlung? Das natürlich. Meinem Pony einen Apfel bringen. Flora hat mich noch nie so hübsch gesehen. Flora wird dich gar nicht wiedererkennen. Tut mir leid, wenn die Kamera wackelt. Die hohen Schuhe sind schuld. Guck mal, Flora, wir sind im Partnerlook. Das eine Abendkleid schöner als das andere. Abstand halten, Saftpresse. Ein bisschen da weiter drüben. Machen wir nachher noch schöne Fotos? Ja, aber dazu muss Flora sich ausziehen. Ihr Ballkleid ist schon ein bisschen schmutzig. Für Tyrannen gibt es Birnen. Zwei? Ja, die sind schon sehr braun, die müssen gegessen werden. Zurück. Zurück. Wow, nicht mich hier. Die kommt extra hier hin, um mich schmutzig zu machen. Abbeißen, abbeißen. Nein, ich will die ganze. Lecker. Mehr habe ich nicht. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Das ist aber dir richtig. Zaubermaschine. Ach, hier ist noch eine. Bei den Pferden kann man einfach kein Ballkleid sauber halten. Abstand, mein Freund. Abstand. Lass uns lieber schnell in Sicherheit bringen. Wie der Zaun funkelt wegen mir. Willst du auch deine Hände waschen? Wie elegant. Mit dem Gartenschlauch. Irgendwie dauert heute alles länger als sonst. Auch das Gehen. Nächster Stopp, Stallarbeit. Und ich glaube, ich muss mein Kleid hochbinden. Oh, ich habe schon eine Fliege unterm Kleid. Seht ihr das? Wow. Ich mache hier so einen Knoten rein, dann hängt es nicht in den Mist. Ah, hast du ein Haargummi? Oh, Flora hat sicher einen. Du darfst einen von Spirit haben. Die Farbe passt jetzt nicht perfekt, aber ich nehme, was ich kriegen kann. Das ist ein ganz neues Modell. Zum Stallarbeiten geeignet. Ich habe mich noch nie so elegant beim Kehren gefühlt. Die Schuhe werden es nicht überleben. Das merke ich jetzt schon. Und am Ende des Tages denkt Vicky tatsächlich, sie ist eine Prinzessin. Mit hohen Schuhen und langem Kleid mitten in den Dreck. Ja,
Wie sieht's da drüben aus? Endspurt. Ein bisschen eklig, weil es ein bisschen barfuß und die Schuhe sind kein guter Schutz und ab und zu wird's echt eklig. Keine weiteren Kommentare. Ich habe das Gefühl, ihr habt mich echt schon in verschiedensten Situationen und Outfits beim Ausmisten zugeguckt. Ja, Bauernhof-Lifestyle halt. Ich bin ganz ehrlich, das glamouröse Feeling ist jetzt irgendwie vorbei. Der Misthaufen gehört nun mal auch dazu. Den muss man managen. Fühlst du dich jetzt schon langsam wie eine echte Prinzessin? Wir sind keine Prinzessinnen. Das Kleid sagt was anderes. Die Schreibtruhe sagt auch was anderes. Es ist ein bisschen unangenehm, dabei gefilmt zu werden. Ach, das ist ganz natürlich. Was ist sie verloren gegangen? Das wäre so witzig, wenn du mit reingeflogen wärst. Jetzt ist sie, glaube ich, sauer. Da ist noch was drin. Ah! Nein! Bitte wieder einpacken. Und was ist die nächste Aufgabe? Pause. Jetzt war das wohl das Todesurteil für das Kleid. Hättest du dich auch gleich in den Misthaufen setzen können. Können wir ein Eis essen oder so? Hast du Eis da? Nein. Sie haben einstreunenden Haaren. Wie eine echte Prinzessin eben. Wir sind keine Prinzessinnen. Zitiere das doch endlich. Du bist echt fruchtanflößend manchmal. Das ist meine Hassaufgabe. Spinnweben entfernen. Du musst aber aufpassen, du machst die Wand ja ganz schmutzig. Nö. Wenn du das sagst. Weg mit euch. Verzieht euch. Lass die Arme spinnen. Kein Mitleid mit Spinnen. Tut mir leid. Ich kann dir den empfehlen für die Fensterbank. Da bin ich zu nah am Feind. Ich schwebe. Guten Appetit. Schlechte Nachrichten. Ich bekomme schon Blasen an den Füßen. Wie kann man das aushalten? Kurz ausruhen. Shooting time! Hier bin ich schon. Das Pferd fehlt ja noch. Das ist gerade. Dann muss das Pferd mal kurz eine Fresspause machen. Wir brauchen ein Foto. Aufstiegshilfe? Aber eins sage ich dir, meine Schuhe ziehe ich jetzt auf. Wie? Du musst doch mit Prinzessinnen-Schuhen aufs Pferd. Nein, das ist zu gefährlich. Flora Blue! Hol das Pony! Hey, ich brauche noch einen Helm. Wo bin ich da? Sattelkammer. Schön, ich bin wieder frei! Achtung, nehmen wir die Pferdeäpfel. Ich weiß, so ein Reithemd sieht auch nicht unbedingt nach Prinzessin oder Ballkleid oder wunderschön aus, aber das ist oberste Regel. Ich setze mich nicht aufs Pferd ohne Helm und ich erlaube das auch niemandem, sich ohne Helm auf mein Pferd zu setzen. Helm ist bereit. Ich habe extra den mit wenig Glitzer genommen, dass er sich nicht mit deinem Kleid schlagt. Oh, wir brauchen unbedingt Fliegenspray. Du kannst da jetzt nicht durch die Doch, sie kann. Sie ist einfach über das Stativ gesprungen. Drüber gesprungen ist übertrieben. Was ist wohl besser als das Heu? Könnte das Pferd bitte hier auf Position gehen? Ich glaube, ich muss einen Strick holen. Hier ist die Kameraperspektive schon schön eingestellt. Ja, der Helm passt gut zum Kleid. Habe ich gut ausgesucht. Immer so ausreiten. Und ihr? Ein bisschen rutschig. Okay. Jetzt müssen wir schnell sein. Foto. Mach noch ein paar Fotos von dir alleine. Was machst du denn jetzt? Wie in einem Ballkleid, weißt du, seitlich. So. Okay, hier. Das ist ein bisschen ungewohnt. Okay, wir machen drei Fotos, dann hast du es geschafft. Kann ich runter? Ja, du bist frei. So grazil. Zeit zum Kochen. Natürlich. Standesgemäß im Ballkleid. Es gibt da nur ein klitzekleines Problem. Es gibt Spaghetti. Spaghetti mit Tomatensauce. Mit Tomatensauce. Ich weiß, das ist eine dumme Idee, aber wir haben sonst nichts da. Notfallplan. Sogar farblich passend. In Gold. Und? Wie elegant sehe ich aus? Jetzt mal ehrlich, wer von euch hat das noch nie gemacht? Die Gefahr ist im Topf. Tomatensauce ist einfach fies. Egal was man macht, die spritzt überall hin. Sogar hier sind schon rote Spritzer. Es ist einfach gefährlich. Warum dauert es euch immer so ewig, bis das Wasser kocht? Macht die Nudeln dann immer schon rein, wenn es so dreiviertelt kocht? Endlich! Brauchst du auch sowas?
dann da drauf und die Nudeln fallen schon aus meinem Teller raus. Ich bin sauber. Und außerdem wollte ich sowieso sagen, dass das Schummeln ist. Das war eine richtig dumme Idee. Mahlzeit. Mahlzeit. Das ist einfach Karma oder so. Willkommen beim Dance Workout. In Mahlzeit natürlich. Dance Workout. Yeah, let's go. Freestyle!